Und das Olympian Race, kurz und knackig, ist ein Rennen am Peloponnes in Griechenland, welches in der Langdistanz 180 Kilometer über 4.500 Höhenmeter alle 2 Jahre stattfindet. Robert, super, dass wir endlich die Zeit gefunden haben. Dein Olympian Race, über das ich heute mit dir reden will, ist ja jetzt schon echt lange her. Aber bevor wir so richtig in das Thema Ultralauf und Olympian Race etc. reinstarten, gib uns vielleicht kurz einmal so einen Roundup. Wo kommst du überhaupt sportlich her? Was ist dein sportlicher Werdegang? Ja, vorerst einmal herzlichen Dank für die Einladung, lieber Daniel. Schön, dass ich heute bei dir auf deinem Kanal zu Gast sein darf. Ich bin ja Jahrgang 67, sag ich gleich vorweg. Da ist ja schon ein bisschen was an Erfahrung da. Aber um es kurz zu machen, als gelernter Österreicher natürlich mit Skifahren begonnen. Und das ist eigentlich eines der Hauptsportarten gewesen, die ich sehr lange ausgeübt habe und mir sehr lange Spaß gemacht haben. Als Kind und als Schüler dann alle möglichen Sachen vom Basketball über Schwimmen, Reiten, verschiedenste Sachen immer wieder ausprobiert. Im Endeffekt bin ich dann im Gymnasium in der Oberstufe, ich weiß gar nicht mehr wie lange, 2, 3 Jahre Rennrad gefahren. Mhm. Und in der Zeit habe ich auch den quasi, jetzt heißt er ja Skiinstruktor, den Landesskilehrer damals gemacht. Dann war parallel eben das Radfahren und im Studentenleben war es dann eher das Mountainbike. Das Radfahren hat sich dann irgendwie aufgehört, war einfach zu intensiv, sage ich mal, beziehungsweise das Mountainbiken hat einfach im studentischen Leben Einzug gehalten. Wahrscheinlich leichter zum Unterbringen und auch ein bisschen cooler. Genau, das war halt damals sehr cool, weil die Räder, also ist ja wirklich lustig, kann man nur an die Kettler Mountainbikes, das würde man halt sagen, ist ein Einkaufsrad, war, hat nichts mit einem Mountainbike zu tun. Ja, und dann ist halt weitergegangen, das Skitourengehen hat dann eigentlich noch Einzug gehalten, das alpine Skifahren hat sich eigentlich mittlerweile komplett aufgehört und auch jetzt das Skitourengehen, weil ich muss sagen, ich komme halt ursprünglich, bin in Linz aufgewachsen. Und da ist man natürlich näher zu den Bergen und zu den alpinen Bereichen. Das hat aber schon, das Skitourengehen hat nur bis vor, weiß nicht, wann habe ich das an den Nagel gehängt, sozusagen vor 5 bis 10 Jahren, muss ich sagen. Und es war halt dann, wie wir von Linz weggegangen sind, gemeinsam mit meiner Frau damals und die Kinder sind ja aufgewachsen in meine beiden Töchter in Klosterneuburg, wo ich jetzt zu Hause bin. War einfach dann auch eine sportliche Pause, würde ich sagen, zwischen 2000 und 2010 ungefähr. Da war halt einfach Familie, Hausbau und da hat es andere wichtige Themen gegeben. Und dann hat sich eigentlich irgendwie lustigerweise das Laufen herauskristallisiert. Und da halt der Ausdauerlauf, sage ich jetzt mal. Das Marathonlaufen war immer schon ein Thema. Also ich habe 2000 bis 2002 4 Marathons absolviert. Und durch einen guten Schulfreund, mit dem wir als Student haben wir auch ein Mountainbike-Buch für Touren in Oberösterreich geschrieben. Der hat mich 2012 gefragt, ob man wieder einen Marathon, also ob er sein erster oder ob ich wieder mit ihm laufen möchte. Und ich habe mir damals schon gedacht, ich weiß nur wie gestern, nein, das tue ich mir jetzt nicht mehr an, weil diese Vorbereitung, und das ist das Lustige, diese Vorbereitung damals, 6 Monate laufen und dann Marathon, also das ist ja aus heutiger Sicht komplett verkehrt, weil das laufe ich halt durch das ganze Jahr. Du kennst ja die Trainingspläne sehr gut. Und auf jeden Fall habe ich mich überreden lassen und wir sind dann zu zweit in Hamburg gestartet, 2012. Und er leider hat, glaube ich, noch 10 Kilometer aufgrund von Knieproblemen aufhören müssen. Und lustigerweise, darum erzähle ich das jetzt so, in Wien habe ich 2002 aufgehört mit meinem 4. Marathon und der 5., also quasi 10 Jahre genau später, im Frühling 2012, war ich um 10 Sekunden schneller. Aber doch, das ist ja interessant, als Autodidakt sozusagen. Ja, und so bin ich dann irgendwie beim Laufen hängen geblieben. Und das, was mich immer schon interessiert hat, auch am Laufen, war einfach dieses Puristische. Beim Rennradfahren, du weißt das, und beim Mountainbiken, das ist einfach eine Materialschlacht. Bei vielen anderen Sportarten, eben wie Tennis, Badminton, Squash, was immer es da gibt, Golfen habe ich auch probiert als Student einmal, da hast du halt immer Ausrüstung und du musst immer irgendwo hinfahren, meistens Hallensportarten auch. Und beim Laufen ist halt so, von zu Hause raus bei der Tür, geht schon. Oder im Urlaub, du kannst das immer mitnehmen. Das ist halt beim Laufen, finde ich, so wie du sagst, das ist das Puristische, das ist das Schöne. Ja. Gleichzeitig, sage ich aus der Trainersicht und ein kurzer Einwand, ist das aber auch das Gefährliche, weil jeder fühlt sich zum Laufen immer berufen. Aber um das soll es heute absolut nicht gehen. Weil wir beim Thema Marathon sind, möchte ich aber noch gleich draufbleiben. Du hast gesagt, du bist 10 Jahre lang quasi eine Marathonpause hast du gemacht.
und danach um 10 Sekunden schneller oder um 12 Sekunden, glaube ich, waren 10 Sekunden schneller gelaufen, quasi wie der Marathon. Aber das war dann der fünfte. Du bist aber letztes Jahr deinen 100. Marathon gelaufen. Also das muss man sich mal vorstellen, 100 Marathon. Und du bist heuer auch schon ein paar gelaufen, halt nicht im Wettkampf, aber wie kam es vom 5. zum 100. Ja, das war die Entwicklung von 2012 beginnend. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war dann im Frühling war Hamburg, im Herbst mit einem anderen Freund Berlin. Und das war dann so der erste Major. Es gibt ja diese 6 Major-Marathons, 3 in den USA, Chicago, Boston und New York. Dann gibt es noch Tokio und eben den Berlin-Marathon und London. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass ich bei den ersten 4, die ich gemacht habe, einen Schulfreund in London gehabt habe. Und da habe ich London quasi abgehakt, wo wir eigentlich gemeinsam laufen wollten. Im ersten Jahr, wir haben uns beide bei der Lotterie damals angemeldet und einmal haben sie ihn genommen, meinen Freund, und das zweite Mal mich. Wir haben uns, beide Male habe ich ihn besucht in London, einmal habe ich nur zugeschaut und beim zweiten Mal bin ich selber gelaufen. Dann ist Berlin 2012 gewesen und dann war ich schon irgendwie, und jetzt bin ich quasi, habe ich schon 2 von den 6 Majors. Das war mal das Marathon. Der Marathon-Infekt, muss ich mal so sagen. Dann war, glaube ich, 13 eine Pause. Genau, weil 13 habe ich dann witzigerweise auch noch einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule attestiert bekommen. Und da hat es aber immer geheißen, Bewegung ist gut und Laufen ist auch okay. Ich muss nur schauen, dass ich gute Schuhe habe, weil das ist kein Problem und ich spüre sie ja eh. Und so war es auch wirklich bei mir. Also ich habe einfach wirklich meine, das mache ich eigentlich bis heute, dass ich meine Laufschuhe 1000 Kilometer drauflaufe und dann kriegt es entweder Schwiegerpapa oder Papa. Oder sonst irgendwer, also dann werden sie nochmal gewaschen und dann sozusagen aber zum Laufen, wenn sie nicht mehr angezogen. Und dann war 14 noch einer in der Wachau, da bin ich ziemlich eingegangen, also wenn es nicht von A nach B gewesen wäre, sondern Runkus, glaube ich, wäre das der erste gewesen, wo ich aufgehört hätte, weil die Sabine, meine Frau, dem Ziel, kann ich mich noch erinnern, mir entgegengerufen, wo ich es endlich gesehen habe, wo bist denn so lange? Und ich mir dachte, danke für die Aufbauten. Ich war wirklich irgendwas, 4 Stunden 20. Also ich bin ja davor immer locker eigentlich unter die 4 Stunden gekommen. Ja, und dann, das war so die Zeit, da habe ich dann das erste Mal von anderen gehört, da gibt es Leute, die laufen, weil ich habe immer so das drauf gehabt, 2 pro Jahr, also einen im Frühjahr und sonst ist es ungesund, geht nicht, was auch immer. Und das ist so auch interessant im Sport, diese ganzen Dogmen und diese ganzen Gesetzmäßigkeiten. Und du hinterfragst das aber auch nie. Du übernimmst das, lest das in irgendwelchen Magazinen, hörst das wo. Und auf einmal, da gibt es Leute, die laufen und dann hat es irgendwo gegeben, da ist mehr wie 100. Und man sagt, das gibt es nicht. Wie ist das, das kann sich mit der Lebenszeit nicht ganz ausgehen, das, oder? Genau, das geht sich gar nicht aus. Und das war noch vor Machau, also vor dem 14er Jahr, habe ich das irgendwo aufgeschnappt und dachte mir, das wäre schon interessant, aber werde ich nicht schaffen. Und bei der Wachau, weiß ich auch noch im Ziel, habe ich gesagt zu Sabine, nein, das mit den 100 ist mir ein Rätsel, geht nicht. Ich weiß dann nicht mehr, was 15 war, aber ich habe heute nochmal nachgeschaut, im 16er Jahr bin ich nämlich dann erstmalig 6 Marathons im Jahr gelaufen und im 17er Jahr waren es schon 12. Ja, und dann ist halt das den Weg gegangen, weil eigentlich bin ich quasi zwischen 2012 und 2023 97 Marathons gelaufen, weil momentan bei offiziellen halte ich bei 101. Und es war halt dann so, das ist das, was ich eingangs gesagt habe, man hat dann immer 6 Wochen hintrainiert oder 6 Monate hintrainiert, ist das gelaufen und für mich ist das aber dann eher so ein Lebensgefühl geworden. Also zu deiner Frage, wie kommt das, man lässt sich auf das ein und hört nicht mehr auf zu laufen. Also das klingt jetzt irgendwie komisch, aber es passiert dann einfach. Es passiert dann einfach und man nimmt das als Lebensart, als Lebensstil, als Gesundheit auch, also nicht übertreiben im Sinne von, natürlich hat man am Anfang immer die Zeit und ich glaube, das hat 70, 80 Marathons benötigt, bis ich einmal diese Zeit rausbekommen habe, weil ich mir immer gedacht habe, jetzt unter 3,40, unter 3,45, unter 3,50 oder, aber es ist im Endeffekt, und du hast ja dann die Kollegen, mit denen du laufst, weil das ist so ein Grüppchen von, würde sagen, also ich habe jetzt geschaut, es gibt glaube ich in Österreich 30 Personen, die über 100 haben. Und es sind circa, was ich wahnsinnig viel finde. Ja. Also ja. Gefühlt hätte ich also jetzt gesagt, das müsste eine einstellige Zahl sein, aber. Nein, das hat mich auch gewundert. Da sind natürlich dabei, die haben 100 und seit, weiß nicht, 2004 oder so bleiben die dann auch halt einmal dorthin und dann halten. Aber man trifft dann natürlich so eine Handvoll, die Nerds sozusagen, trifft man immer wieder bei den Bewerben. Fortlaufend. Genau. Und da ist es halt so, dass man, ja, wie gesagt, man läuft halt am Wochenende unter der Woche und wenn man halt irgendwo, natürlich haben wir es verknüpft mit Urlauben oder mit Ausflügen und natürlich macht man dann also verrückte Sachen. Ich glaube, das war 18 oder 19, 10x10 Marathons in Bad Blumau, ist bekannt dafür.
10 Tage, 10 Marathons. Macht man einmal im Leben. Da habe ich auch gesehen, danke, brauche ich nicht mehr. Und dann gibt es halt auch, ja, dann gibt es den ersten Bergmarathon und es ist halt irgendwie so auch ein Verlassen der Komfortzone, weil wenn du den ersten Bergmarathon machst, denkst du immer, wie geht denn das? Wie kann ich, bin schon froh, wenn ich flach den Marathon schaffe, aber jetzt muss ich dann noch, weiß ich nicht, 1500, 2000, 3000 Höhenmeter auch noch reinpacken. Ja, aber das macht es halt auch interessant und so kommst du halt quasi auf den nächsten Level und dann versuchst du halt wieder weiterzumachen. Ich finde die Marathon-Geschichte auch deshalb so interessant, weil wie wir uns kennengelernt haben, hast du relativ früh schon im Gespräch das Wort oder den Satz so, ich würde gern 100 Marathon-Rennen fallen lassen. Und ich bin nur so da gesessen und habe mir nur so gedacht so, ja, wie? Und wir sind ja dann relativ bald nach der ersten Diagnostik quasi in die Trainingsbetreuung gestartet und du hast mir dann deine Wettkämpfe eingetragen und ich habe mir gedacht, so, okay, ja, da kommt bald der Marathon und dann schaue ich so weiter und denke mir, aha, da kommt der nächste und der nächste und der nächste und der nächste und was ich aber wirklich nachvollziehen kann und das habe ich auch erst durch dich quasi so kennengelernt, ist dieses Urlaub mit Wettkampf verbinden. Also Urlaub in deinem Fall mit Marathon verbinden oder Städtetrips oder Freunde besuchen, weil ich weiß noch, da gab es einen Marathon in Prag und in Bratislava und da und dort. Und du bist, und das finde ich auch das Schöne, du bist nie, gefühlt nie ein- und zweimal gelaufen oder öfters gelaufen, sondern hast das immer quasi so mit Reisen und mit Familie und mit Freunden verbunden. Und das hat mich damals schon sehr, sehr imponiert. Ich möchte aber jetzt gar nicht zu lange am Marathon draufbleiben, weil mir geht es heute um was ganz anderes, das auch im ersten Gespräch von uns gefallen ist und das Olympian Race, wo ich zuerst einmal googeln musste, was das überhaupt ist. Und bevor ich da jetzt irgendwelche Halbwahrheiten erzähle, würde ich das einfach dich bitte erklären lassen. Was ist das Olympian Race? Ja, vielleicht noch ein Nachsatz. Wir haben uns ja kennengelernt im glaube ich, Februar 2023 war das. Und da war das Olympian Race auf meiner To-Do-Liste und gleichzeitig war aber das Jahr 2023, wo ich wusste, wenn ich sozusagen kontinuierlich draufbleibe, dann schaffe ich, und das hat sich dann Gott sei Dank ausgegangen, am Jahresende im November war der Wunsch, in Athen beim originalen Marathon den 100. offiziellen zu laufen. Aber ich habe mich dann doch irgendwie außerstande gesehen. Also das weiteste vor dem Olympian Race waren 130 Kilometer Wien rundum und um. Da gibt es eine tolle Veranstaltung, immer im November, glaube ich, ist die. Da läuft man quasi diesen Wanderweg entlang. Und ich habe das zweimal gemacht, einmal im 20er Jahr und einmal E22, weil du brauchst für das Olympian Race eine Qualifikation. Komme ich gleich darauf zurück. Und das Olympian Race, kurz und knackig, ist ein Rennen am Peloponnes in Griechenland, welches in der Langdistanz 180 Kilometer über 4.500 Höhenmeter alle 2 Jahre stattfindet. Jedes Jahr gibt es quasi die kurze Variante über, ich glaube, 60 Kilometer bis zu einem Bergdorf, weiß ich nicht mehr, wie es genau jetzt heißt. Das gibt es jedes Jahr, aber alle 2 Jahre gibt es noch das Olympian Race. Und das wiederum habe ich auch noch kennengelernt über einen Marathonfreund, der davon erzählt hat. Dazu muss man aber sagen, diese 180 Kilometer und 4.500 Höhenmeter sind ja jetzt nicht Straße, sondern das ist ja quasi komplettes Gelände. Ja, wenn ich mich an die Fotos erinnere. Es sind 40% Trail und 60% Straße, so ungefähr. Genau. Das ist unglaublich. Und es ist halt, also es hat halt zwei Tangenten, sage ich mal. Es ist natürlich in der modernen Zeit wie jetzt und es ist halt eine weitere Herausforderung oder Verrücktheit, je nachdem, welchen Zugang das man hat. Aber es hat natürlich schon auf diesem Boden dort, Griechenland, und ich bin halt auch mit den Kindern immer, wir waren viel auf Kreta, Urlaub machen ist halt irgendwie unsere zweite Heimat. Wir sind dort sehr gerne. Die Griechen, kann man sagen, was man will, haben einfach eine Gastfreundschaft, da kann man wirklich nur lernen davon. Und es hat einfach eine historische Wurzel. Also dieser Streckenabschnitt geht vom antiken Stadion in Nemea zum antiken Stadion in Olympia. Und beide Städte, Nemea als auch Olympia, sind 4 Städte neben Korinth und Delphi von den panhellenischen Spielen, die in der Vorzeit quasi stattgefunden haben. Olympia war alle 4 Jahre die Spiele und Korinth, Delphi und Nemea alle 2 Jahre. Das heißt, wenn man sich ein bisschen auf das einlässt, ist das einfach auch noch einmal ein zusätzlicher Gänsehautbringer, sage ich mal, weil man läuft halt dort wirklich auf den
auf den Strecken oder in den Stadien. Wir haben vor dem Start, also das Rennen war am 19. Mai 2023 und du kriegst davor im antiken Stadion in Nemea nur quasi so eine 20-minütige Einführung von diesem, es ist ja sozusagen ein Freilichtmuseum dort und da kannst du als Tourist dorthin, interessanterweise oder witzigerweise war ich mit meiner Frau ein Jahr vorher, waren wir dort im Urlaub und dort habe ich mir auch schon gedacht, da muss ich nochmal her und da muss ich quasi, von dort muss ich wegstarten. Und da war auch so lustig, Anekdote griechisch, es ist dort das schöne Stadion mit kleiner Kasse, da zahlst du Eintritt, also wir in dem Fall letztes Jahr als Läufer nicht mehr, du hast quasi bei dem Starter-Package das dabei, dann gehst du dort rein, dann wird da drinnen noch kurz erzählt und Startlinie und wie es halt im antiken Griechenland so war. Die veranstalten auch jedes Jahr traditionell diese Spiele, also wirklich nur im Leinenkostüm und mit den Schnür-Lederbandagen. Und dann geht man auf die Straße raus und da wird binnen 10 Minuten der Start aufgebaut, so richtig griechisch orthodox oder unorthodox. Da kommt der Mercedes nur vorbei vom Nachbarn und der hupt und sagt, der will nur vorbeifahren. Und also es ist jetzt nicht so irgendwie ein Event, obwohl doch es waren... In Summe waren es, glaube ich, 120 Starter, davon waren 85 für die Langdistanz genannt und von den 85 waren ca. 30 international. International heißt, da waren es aus Australien, China, Türkei, Großbritannien, USA, Europa sowieso quer, Athleten. Und das heißt für uns, auch für mich hat das gegolten, wir sind am Freitagnachmittag war der Start und wir sind am Donnerstag, haben wir uns am Nachmittag schon getroffen in Athen. Da war, glaube ich, der Sammelpunkt. Dann hat man uns mit einem Bus in die Nähe von Nemea gebracht, aber noch am Meer sozusagen in ein Hotel. Dort war dann Vorbesprechung, Streckenbesprechung, eine Übernachtung, nächsten Tag Frühstück und Abgabe der ganzen persönlichen Sachen, weil es hat im Endeffekt, glaube ich, muss ich kurz am Spickzettel nachschauen, genau rund 20 Stationen gegeben und du hast bei 5 davon hast du deine persönlichen Sachen hinterlegen können. Das hat man dort mich da kurz einhaken. Lass uns das Rennen noch ein bisschen hinten anschieben. Ja. Ich würde es gerne, bevor wir auch auf den Spickzettel kommen, den werden wir dann auch einblenden. Lass uns kurz vors Rennen gehen. Also so die letzten 1, 2, vielleicht auch 4 Wochen vorher, weil 180 Kilometer mit 4.500 Höhenmeter laufend, also das ist für viele Radfahrer schon eine Strecke, die immens ist. Und man muss wirklich sagen, das habe ich am eigenen Leib erfahren müssen, Laufen mit Höhenmeter ist noch was ganz was anderes wie Radfahren, weil beim Radfahren kann ich mich beim Runterfahren ausruhen, zumindest körperlich, auch wenn es nicht geistig ist. Aber Laufen ist, also für mich persönlich, runterlaufen ist die absolute Hölle. Da tut man mehr weh als beim Rauflaufen. Was waren so die wichtigsten Punkte in deiner Vorbereitung? So die letzten, nimm uns mit, 1, 2, 4 Wochen vorher. Naja, da, wie angesprochen, du warst einfach die größte Hilfe, weil die ganze Struktur hätte ich bei dem Projekt nicht mehr untergebracht. Ich war wirklich damit beschäftigt, dass ich das Organisatorische auf die Reihe bekomme, alle Sachen zu haben, ausrüstungsmäßig, verpflegungsmäßig, die Reise selber zu checken, wann, wo, umsteigen und so weiter. Das heißt, ich habe mich da wirklich komplett verlassen. Darum war ja das Gute, dass wir uns im Februar, oder ich mich im Februar, bei dir quasi fix angemeldet habe und du hast einfach auf das vertraut. Ich dachte, okay, ich gebe mich da in professionelle Hände, der Trainingsplan steht, ich brauche mich nicht mehr um die Struktur des Trainings zu kümmern. Natürlich war das, wie du zuerst schon gesagt hast, so ja noch irgendwie im Vergleich zu jetzt gespickt von meinen zusätzlichen Marathons, die ich auch noch quasi gesammelt habe zu der Zeit, weil ich habe halt zu dir immer gesagt, ah, da laufe ich wieder einen Marathon und du, ja, Moment, aber da können wir dann unter der Woche das und das Programm nicht machen, weil du brauchst ja wieder Erholung. Und ich, ja, das geht schon irgendwie und so. Also, wie gesagt, man muss da dazu sagen, Wettbewerb stimmt, aber für mich ist es, auch in meinem Alter, es ist jetzt nicht mehr das Thema, dass ich irgendwo auf Platzierungen laufe. Das ist sowohl bei den Marathons so gewesen und auch hier, ich wusste, 28 Stunden hat man Zeit, also man musste bis nächsten Tag um 18 Uhr im Ziel sein. Und ich dachte, okay, ich will auf der Liste sein, auf der Ergebnisliste, ich will kein DNF, did not finish haben. Und kommt, wie es kommt, irgendwie schaffe ich das. Und auch, wie gesagt, zu deiner Frage, warum oder wie war die Vorbereitung, die 130 war das längste davor. Und wenn man jetzt quasi auf etwas aufbauen kann, dann war für mich, okay, die nächsten 50 ist sozusagen noch einmal ein Marathon, ein guter drauf. Mhm. Wie gehe ich das an? Ich habe mich einfach wirklich verlassen auf die Vorbereitung. Und,
Und zu dem Laufen, also es ist natürlich nicht so, dass man 180 durchläuft. Also ich laufe das nicht durch, weil wenn es wo steiler geworden ist, dann bin ich einfach gegangen. Das habe ich auch im Training und in der Vorbereitung schon ausprobiert. Also ich bin schon zu Hause mit Stöcken, mit verschiedenem Schuhwerk gelaufen. Ich bin auch irgendwann einmal abends in der Nacht raus und bin um 12 laufen gegangen in Gritzendorf, Klosterneuburg, um es zu probieren, wie es da geht. Mit dem Laufrucksack, das Hantieren, mit der Verpflegung. Also das testet man halt alles vorher aus. Aber im Endeffekt bleibt immer ein gewisses Quäntchen an, wie wird es werden. Weil, du bist vielleicht auch nicht glauben, aber selbst bei den Marathons ist es immer nur das gewisse Lampenfieber da. Und das ist aber gut so, glaube ich auch. Das braucht es auch, oder? Das braucht es auch, dass man ein bisschen in die Stimmung kommt. Und man weiß es nie, man knöchelt um, man isst was Schlechtes. Also das waren halt so meine, im Vorfeld waren das meine zwei Hauptsorgen. Die Ernährung, wie halte ich das vom Magen her und vom Magen-Darm-Problem aus? Also über 27 Stunden immer in Bewegung zu sein und doch was zu essen. Und habe ich nicht irgendwo Scheuerstellen, also sei es Hose, Leiberl, Schuhe. Weil wenn es dir halt so wundscheuer ist, dass dann nochmal schon das Blut nachrennt, dann ist halt die Frage, wie kommst du über das dann drüber? Ja, weil du auch gerade so öfters jetzt auf die Ernährung angesprochen hast. Ich weiß noch haargenau, ich glaube, das werde ich auch mein Leben nicht vergessen, wie du mir ein Foto geschickt hast, wie du deine Wettkampfverpflegung vorbereitet hast, weil auf diesen Punkt möchte ich nachher auch noch kommen, das Thema Verpflegungsstationen, weil das ist bei dem Rennen, finde ich, super gelöst, aber sehr speziell gelöst. Und ich weiß noch, wie oft wir im Vorfeld da gesessen sind und das Thema Kohlenhydrate und Kohlenhydrataufnahme durchgekaut haben. Und du Gott sei Dank auch so viel Vertrauen hattest, da auch viel auszuprobieren und zu sagen, ja, wir müssen die Kohlenhydrateaufnahme steigern, was vor allem beim Laufen halt immens schwierig ist durch diese laufende Stoßbelastung. Lass uns vielleicht da noch kurz bleiben. Wie war die Vorbereitung speziell Fokusthema Verpflegung? Die Vorbereitung, das kann ich mir noch sehr gut erinnern, mit deinen Tipps, Carbo-Loading. Also ich meine, ich habe schon oft gehört von diesem, oder das ist ja lustig mit diesen Pasta-Partys und so weiter, das man vom Marathon kennt. Und dann kommt der Daniel und sagt, ja, du musst 80 Gramm, oder dann sagen wir mehr, du weißt, 80, ja. 60 bis 80 Gramm die Stunde. Und dann habe ich mal mitgeschrieben und ich dachte, ja, jetzt bin ich bei 40 und ich kann nicht mehr. Also ich habe gegessen gefühlt. Da muss man auch dazu sagen, als Student, wirklich, da haben wir 2-3 Nudelteller verputzt. Das geht halt jetzt auch nicht mehr mit zunehmendem Alter. Aber dann habe ich mit dir in Kooperation, was nehme ich jetzt auf, was möglichst viel Kohlenhydrate hat. Und auch wieder so eine lustige Geschichte, Reiswaffeln. Früher die Kinder haben immer Reiswaffeln bekommen zum Besänftigen und im Auto. Das macht am wenigsten Mist oder am meisten Mist, wie man sieht. Und ich habe gesagt, nein, Reiswaffeln geht gar nicht. Bis ich drauf gekommen bin jetzt beim Laufen, ja, das ist ja ein super cooles Zwischensnack, weil die haben relativ viele Kohlenhydrate drinnen. Und somit bin ich dann schon zu Hause im Homeoffice gesessen und habe Vormittag und Nachmittag mir die Reiswaffeln reingezwirbelt. Also es war wirklich eine Herausforderung, diese Kohlenhydratmenge zu mir zu nehmen. Also speziell, was das Carboloading betrifft, in der Wettkampfwoche quasi. In der Wettkampfwoche. Genau. Und aber auch, also bei den Marathons 4 Stunden, das geht mit den Gels, aber es war dann beim Rennen so, also bei dem langen Olympian Race, dass ich Gott sei Dank alles gut vertragen habe, aber es war, ich gefühlt jetzt über die Nacht, also 14:30 war der Start, am Morgen war es dann mit Gel-Essen aus. Und die ganze Vorbereitung mit alles hinterlegt, was du da gesehen hast, also die Hälfte hätte es getan, weil ich habe es einfach nicht mehr runtergebracht. Aber ich habe dann auch an dich gedacht, wo du gesagt hast, das ist egal, rein damit. Das habe ich dann nur 2-3 Verpflegungsstationen gemacht oder unterwegs, aber irgendwann ist dann, steht da oben das Gel und dann habe ich wirklich nur mehr mit Cola und Chips ernährt oder ab und zu Gepäck natürlich, weil bei den Verpflegungsstationen, wie auch überall sonst auch, gibt es ja alles von, keine Ahnung, Tomaten, Gurken. All inclusive. Also wirklich, da könntest du ja auch. All-you-can-eat-Buffet, so. All-you-can-eat-Buffet, genau, genau. Genau. Ich habe mich halt eher an die kohlenhydratreicheren Sachen gehalten. Sehr gut. Das Thema Kohlenhydrate und Läufer ist aus meiner Praxis immer ganz, ganz schwieriges, weil eben die Verträglichkeit so schwierig ist. Mhm. Bleiben wir aber gleich beim Rennen. Wie war's? Ja, es war natürlich, sage ich jetzt einmal, wenn man es schafft und das Ziel erreicht, ist es immer genial. Also es war einfach das Beste bisher, was ich gemacht habe. Natürlich waren schon Momente dabei, wo du gedacht hast, pff, wie komme ich da jetzt raus? Aber wie gesagt, so kurz zusammengefasst, es war halt
am Nachmittag der Start, das Wetter war glücklicherweise nicht voller Sonnenschein. Mhm. Laut Garmin Uhr waren die Temperaturen zwischen 14 und 33 Grad. Ich habe es jetzt nicht so heiß empfunden, aber auch kälter in der Nacht. Also ich bin zum Beispiel in der Nacht mit Haube und Handschuhen gelaufen, weil wir sind auf knapp 1500 Meter Seehöhe rauf. Ja, und du laufst dort, wie ich gesagt habe, relativ unkonventionell in der Gruppe weg und dann geht es einmal auf Asphalt los durch die Dörfer durch und dann am frühen Abend sind die ersten Anstiege und ich habe ja da, können wir danach noch genauer draufschauen, mit so einem kleinen Spickzettel, den ich da im Laufrucksack gehabt habe, weil ich ja schon gewusst habe, in meiner Verwirrung, ich habe mir da ungefähr eine Marschtabelle drauf gemacht, dann habe ich mir aber auch eingezeichnet, wo übernehme ich mein Nachtpaket, wo übernehme ich zuerst meine Stirnlampe, dann habe ich ein Nachtpaket, das war einfach lange Kleidung und reflektierende Kleidung und wo habe ich dann in der Früh wieder meine Tageskleidung, wo ich mir die langen Sachen ausziehe und die kurzen und hier natürlich in Rot und markiert die Kohlenhydrate, brav aufgezeichnet, wobei die wahrscheinlich bei der Hälfte waren die erledigt. Und vor lauter Euphorie beim Laufen, das war ja erst, wenn ich da nochmal schaue, in Scutini, bei Kilometer 33,5, weil es einfach so cool war und einfach die Griechen, also die Leute, das war einfach auch so, da kriege ich jetzt noch, da wurde es mir direkt, die waren einfach so, so herzlich und du hast Menschen da getroffen, also wirklich so richtige Griechen, wo du den würdest nie anreden, Hühnen mit 1,90, einem Bart und der hat gelacht, hat dir zugejubelt, hat gesagt, ja, brava, brava und hat dich angetrieben und du warst ganz erstaunt. Und natürlich auch bei den Verpflegstationen und ich komme dort ins Reden mit denen und laufe weiter bei 33,5 und komme dann bei 34, 35 drauf, schaue auf mein Ticket und denke mir, oje, die Stirnlampe. Das heißt, ich bin 1,5 Kilometer später draufgekommen und habe natürlich umdrehen müssen, weil ohne Stirnlampe geht nichts. Im Nachhinein habe ich das bei einer zu frühen Station hinterlegt, also ich hätte da eh nur eine Stunde Tageslicht gehabt, aber egal, ich musste wieder zurück und das war ein Erlebnis, aber war jetzt okay. Die anderen, die mir entgegenkommen, sind gesagt, ist alles okay und ja, passt. Hast du auf die 180 Kilometer quasi noch einmal zwei, drei draufgepackt, genau. Und sonst hat aber alles super funktioniert. Also ich habe einfach auch dreimal quasi, zweimal die Schuhe gewechselt, dreimal Socken gewechselt, weil einfach dieses Scheuerthema, man sagt, da schmiere ich mir nochmal ein, da war ich auch ausgeklügelt, ich habe mir so Einweghandschuhe mitgehabt, weil ich mir dachte, ich stehe dann irgendwo bei einer Verpflegungsstation, habe so Vaseline auf den Fingern und ich kann mir nichts waschen. Jetzt habe ich mir so Einweghandschuhe mitgenommen, Handschuhe an, Füße eingecremt, Handschuhe wieder aus, Socken angezogen, in die Schuhe wieder rein. Hat super funktioniert. Auch für unter den Armen oder im Schritt habe ich Salbe mitgehabt in so einem kleinen Dosel, war super. Dann war ja bei Kilometer 160 war noch eine Wasserquerung. Die habe ich auch eher gefürchtet, weil ich mir gedacht habe, in nassen Schuhen laufen. Mhm. Und da haben aber dann die Spitzenläufe, ich habe dann mit dem Drittplatzierten, das war ein Deutscher gesprochen, nachher im Ziel, der hat gesagt, oh, kein Problem, er hat einfach zwei Schritte war er durch. Also ich weiß nicht, wie er das gemeint hat, weil ich habe, glaube ich, 10 Schritte gebraucht. Das war ein relativ breites Bachbett, aber das war halt so, ja, bis zum halben Unterschenkel ist das Wasser gegangen. Aber das Gute war, es war kurz danach, war dann wieder eine Verpflegungsstation und dort habe ich dann Schuhe und Socken gewechselt. Also es war okay, das hat gepasst. Du hast es jetzt schon immer wieder angesprochen, es gibt bei dem Rennen sehr, sehr viele Verpflegungsstationen. Genau. Und wenn ich mich richtig erinnern kann, bitte korrigiere mich, falls es nicht so ist, du bist bei Verpflegungsstation A, wo es ein bestimmtes Zeitfenster gibt, genau, wo diese Verpflegungsstation quasi offen hat. Ja. Dann läufst du zur nächsten, zur B-Verpflegungsstation. Währenddessen wird quasi A abgebaut und wird als C wieder aufgebaut. Und, oder so ungefähr war das, also die sind quasi mit ihren Verpflegungsstationen on the road, nenne ich es einmal, rollierend unterwegs, oder? Naja, die sind meiner Meinung nach nicht rollierend unterwegs, aber das Thema waren die sogenannten Cut-Off-Zeiten. Das Thema war, wenn du nicht zu einer gewissen Zeit bei der Verpflegungsstation A, B, C oder so warst und du bist zu spät hingekommen, also auch eine Minute zu spät, war das Rennen für dich vorbei. Das heißt, du hast eine gewisse Mindestgeschwindigkeit haben müssen und da war halt schon das Thema, dass man, also das war bei mich am Glück, die erste Hälfte des Rennens, so auf den ersten 100 Kilometer, da hatte ich immer einen Polster von 2 Stunden. Aber der ist natürlich rapide zum Ende hin geschmolzen. Und im Endeffekt bin ich eine halbe Stunde vor Cut-Off-Zielschluss, also ich bin mit 27 Stunden und 34 Minuten reingekommen und bei 28 Stunden ist Schluss. Und das hatte ich schon am letzten Marathon, also auf den letzten 30, 40 Kilometern, ist mir das schon im Genick gesessen, weil da war ich wirklich fertig. Zumal das Streckenprofil am Schluss, das haben wir vielleicht auch zu wenig angeschaut, da waren noch ähnliche, ordentliche Knacker drinnen, im Sinne von jetzt nichts.
eine Stunde rauf, aber es reicht dann bei 160 reichen da eine halbe Stunde bergauf auch schon. Und das waren so Waldwege, also da war ich wirklich zermürbt. Und von dem her habe ich dann ein bisschen Sorge gehabt, wie schaffe ich das? Aber ja, ich habe mir einfach gedacht, okay, weiter, weiter. Also aufhören war dann trotzdem kein Thema, weil man dachte, für mich laufe ich das fertig. Und wenn ich in 29 Stunden reinkomme, bin ich halt, also gegengleich zu dem, was ich mir vorher gesagt habe, aber während dem Rennen weiß ich noch, ich habe dann gedacht, nein. Und wenn ich auf allen Vieren dort reinkomme, ich schaffe das, also ich mache das heute fertig, wann immer ich fertig werde. So hat es dann auch gepasst. Also diese Cut-off-Zeiten üben dann, wenn man, ja, es war in der Nacht, der erste Einbruch war in der Nacht und dann auf die letzten 40 Kilometer, weil in der Nacht, du bist eben dann über die Berge, was wahrscheinlich sehr schön wäre von der Landschaft, aber wenn es finster ist, läuft man durch die Berge durch. Und da bin ich dann doch wieder einiges gegangen, weil da habe ich als Brillenträger mit Stirnlampe, da bin ich ein bisschen weicher, da habe ich eher die Sorge gehabt, dass ich irgendwo stürze und dort mich noch verletze, beziehungsweise halt, ja, ich habe einfach die Sorge gehabt, dass ich mich irgendwie abschürfe, wollte ich nicht. Jetzt bin ich dann schnurstracks mit den Stöcken dort fest marschiert, auch teilweise bergab, weil einfach auch die Pisten doch geröllmäßig waren, um quasi nicht irgendwie zu Fall zu kommen. Ist aber auch, finde ich, komplett nachvollziehbar. Ich meine, du bist in einer unbekannten Umgebung, du bist in der Wildnis, auf unbefestigtem Gelände unterwegs. Man muss auch rechnen, zu einem Zeitpunkt, wo du seit 14, 14.30 unterwegs bist, da ist einfach die Vorerschöpfung und vor allem, da finde ich auch den Weg, zu sagen, okay, ich riskiere jetzt nichts, sondern ich verbrauche quasi ein bisschen was von meinem Vorsprung auf die Cut-off-Zeit. Und so wie du auch vorher gesagt hast, dieses Olympian Race in Griechenland hat sehr viel mit Geschichte zu tun, hat eine lange Tradition und da geht es natürlich dann auch vor allem um das, ich nehme mir die Zeit, es zu finishen, um es selber einfach fertig zu bringen und da geht es nicht um die Zielzeit per se. Was waren jetzt so in vielleicht so ein paar ganz kurzen Sätzen, was waren so die absoluten positiven Highlights im Rennen? Also wie gesagt, die Interaktion, die natürlich sehr spärlich war, weil auf dieser langen Strecke sieht man nicht so viele Leute, aber ein zweites Beispiel fällt mir noch ein, wirklich ein Schafhirte mit dem Pickup irgendwo im Middle of Nowhere kommt entgegen und jubelt dir zu, wie bei der Tour de France, wo du denkst, jetzt muss ich niedergehen, muss ihm die Hand schütteln, weil es gibt halt, dass der davon weiß. Also es ist ja auch so, dass die Personen dort, die natürlich leben die dort, so wie bei uns jetzt irgendwo im Land, sagt man jetzt vielleicht am Waldviertel, die wissen auch, was ich, wann die und die Rallye ist oder was immer, aber man rechnet nicht damit. Man ist da irgendwo abseits von griechischen Dörfern und die Dörfer sind schon sehr überschaubar, klein und minimäßig ausgestattet. Und dann triffst du dort einen und der jubelt dir zu und unterstützt dich mental, wo du denkst, ja, das ist ja unglaublich. Also das war schon die Landschaft natürlich auch noch. Also man läuft halt dann der Sonnenaufgang in der Früh hinaus. Also wenn du dort da bist, halt dann so, kommst aus den Bergen raus und dann geht hinter dir mehr oder weniger, weil du läufst ja von Osten nach Westen, die Sonne und scheint auf die gegenüberliegenden Berge. Also das ist schon ganz, ganz ein tolles Bild eigentlich. Und in der Nacht war es eigentlich auch so, das alleine laufen, das habe ich ja so lange und in der Intensität auch noch nie gemacht. Aber ich kann mich nur erinnern an den einen Ort, wo man die Nachtigall singen hörte. Und ich dachte wirklich, zuerst habe ich gedacht, das ist ein Amsel. Und dann dachte ich, das ist ja viel schöner, der Gesang. Und dann dachte ich, das kann nur eine Nachtigall sein, irgendwann um 4 am Morgen. Und also das waren einfach ergreifende Momente. Und natürlich gleichzeitig auch andere Momente, wo man damit hadert, weil eben die zuerst angesprochenen Gels, und da haben wir dann vorgenommen, beim nächsten Mal gehe ich irgendwann um die Uhrzeit wieder in eine Bar, wenn noch eine offen ist, und kaufe mir ein kleines Bier, weil ich bin immer gelaufen und dachte, ja, jetzt kann ich das nicht machen, weil vielleicht verträgt das der Magen nicht. Mittlerweile denke ich mir, okay, das muss man einfach, wenn das Verlangen da ist, dann ist vielleicht da um 5 Uhr morgen ein kleines Bier. Okay. Muss man es zulassen. Also das habe ich dann auch mit den anderen Kollegen im Ziel besprochen, die haben gesagt, na, die sind dort eingekehrt und haben, weil sie haben auch schon so einen trockenen Mund gehabt, beziehungsweise den Zucker nicht mehr ausgehalten. Also ja, das und die Kameradschaft da, aber die, man läuft dann natürlich, man trifft dann wieder wen, dann läuft man wieder eine halbe Stunde, Stunde mit einem zweiten mit, tauscht sich ein bisschen aus und dann geht es wieder alleine weiter. Also das ist schon ein imposantes Erlebnis gewesen. Das heißt, so einerseits die Natur, andererseits auch natürlich die griechische Gastfreundschaft, die du auch vor allem am Anfang angesprochen hast, und natürlich auch quasi diese Ultralaufszene, die sich dort einfindet, ist ja schon sehr, sehr ausgewählt. Und da hat man natürlich dann noch mehr Commitment miteinander.
Aber beim Ultralaufen gibt es ja nicht nur die Höhen, sondern es gibt ja auch die andere Seite. Wie gehst du, und ich bin mir sicher, die war da, weil bei 180 Kilometer Laufen kommt die. Wie bist du mit den mentalen Tiefen und den auch vielleicht physiologischen Herausforderungen und den psychischen Herausforderungen umgegangen? Wie gesagt, ich hatte das Glück, dass ich physiologisch eigentlich keine gröberen Probleme gehabt habe. Also ich habe rechtzeitig immer nachgeschmiert, und weil da, glaube ich, das wäre für mich das Schwierigste, wenn jetzt irgendwo körperlich es zwickt und piekst einmal immer. Aber dann mittlerweile als Langstreckenläufer denkt man sich, okay, mal drüber, 10 Minuten, schauen wir mal, wie es 20 Minuten ist. Und dann nach einer halben Stunde fahren wir das wieder weg. Also das ist auch so ein Lernen des Ganzen, ob das jetzt fürs Leben schult oder nicht, aber das nicht aufgeben, oder das beharrlich sein oder das dran glauben. Weil ich habe mich noch erinnern, die ersten Marathons, da war es halt so, das zwickt, gleich stehen bleiben und schauen. Es ist eher so, also wie gesagt, das war aber beim Olympian Race, war das Gott sei Dank nicht, dass jetzt irgendwo ein lang andauernder körperlicher Schmerz war. Es war dann eher so ein Erschöpfungszustand. Also nicht von der Müdigkeit, interessanterweise war ich jetzt schlafmüde gar nicht, über die ganze Zeit. Aber es war so, ich würde mir jetzt gerne hinsitzen und einmal ausrasten und einmal, weil du hast dann nicht mehr so einen Laufrhythmus, so einen staccatoartigen, und natürlich auch der Atemrhythmus kommt irgendwie in so einen, und man vergisst ja das, man muss sich wieder selber erinnern, ausatmen oder mal wieder Hände in die Höhe oder was immer anderes zu machen. Und da habe ich eins mitgenommen, da gibt es von Michele Ufer ganz ein gutes mentales Training für Läufer, das habe ich natürlich im Vorfeld auch ein bisschen durchstudiert. Da gibt es halt dann so mantraartige Vorlagen, wo du halt von A bis Z und nur positiv besetzte Eigenschaftswörter durchgehst. Und natürlich, dann schaust du auf die Uhr und denkst, jetzt bin ich 120 oder was immer, 150 gelaufen. Es war dann, ich kann mich erinnern, Flussdurchquerung, Schuhe wechseln, wie ich es erst erzählt habe, und dann komme ich auf 160 und dann ist mir eingefallen, das sind jetzt meine ersten 100 Meilen. Bin mein Leben nur 100 Meilen gelaufen. Bin dann nicht einmal stehen geblieben, habe ein Foto gemacht, und das sind übrigens meine 100 Meilen. Und das trägt dich natürlich wieder die nächste halbe Stunde, grinst du und denkst, ich bin 100 Meilen gelaufen, kann mir keiner mehr nehmen. Also du musst dir einfach wirklich mit kleinen Dingen weiterhelfen. Das heißt, das Wichtige ist einfach so Milestones setzen, genau. Zwischenziele setzen, ja, und die quasi immer wieder abhaken und da aber auch sich vielleicht kurz die Zeit zu nehmen, so wie du sagst, auch innerlich den erreichten Erfolg zu feiern und mitzunehmen. Du musst dich wieder umprogrammieren. Du musst schauen, dass du von diesem Negativen wegkommst, und sei es nur eine Blume oder ein Vogel, das vorbei, also ganz normale Dinge des Lebens, wieder zu feiern sozusagen und dich aus diesem Loch rauszuholen. Weil die andere Variante ist, du kommst immer tiefer in diese Spirale hinein. Du machst dir ja selber fertig. Ach, ich kann nicht mehr, es tut so weh und ich will nicht mehr und noch so weit. Du musst einfach, natürlich dann das Übliche, einen Kilometer gehen, einen Kilometer laufen. Oder in Minuten, fünf Minuten. Also irgendwie diese Spirale nach unten unterbrechen und raussteigen. Ich glaube, gerade das Gedankenkarussell unterbrechen zu können und dann quasi auch wieder in die andere Richtung drehen zu können oder mal anstoßen zu können, ist nicht nur wichtig beim Ultralaufen, sondern allgemein fürs Leben. Also da sehe ich eine ganz große Parallele zum Alltag selber. Genau. Und ich glaube, das beschreibt aber dich von deiner Persönlichkeit auch sehr, sehr gut. Dass du das, glaube ich, immer sehr gut kannst, Herausforderungen als das, was sie sind, zu akzeptieren und aber dann auch quasi umzudrehen und zu sagen, okay, ja, es ist eine Herausforderung, aber wir haben auch positive Seiten da. Und dann weiterzugehen. Ich möchte aber jetzt noch so ganz kurz ein Fazit von dir hören. Wie war das Rennen? Lange, heiß, also am Schluss, ja. Man kommt ja dann so, also am westlichen Ende des Kurses sozusagen in die Ebenen runter vor Olympia, und dort wird es wieder mehr befestigt, also diese zuerst erwähnten Stiege, und dann kommst du dort wieder auf die Asphaltstraßen, und dort ist Gott sei Dank was an dem Nachmittag dann bewölkt, aber da hat man schon gemerkt, die Hitze, das kann schon nochmal eine eigene Tangente sein, dass da, wenn da wirklich die Sonne rausgeknallt hätte, also das wäre, glaube ich, noch heftiger geworden. Du bist natürlich dann am Ende deiner Kräfte, du willst auch von der Verpflegung dieses Zucker, auch selbst das Cola und die Chips sind dann irgendwann einmal, du willst einfach nur hinsetzen und
du willst dann duschen gehen, also das sind so die, die Sachen, du willst die Körperpflege machen und dann normal irgendwo sitzen in, oder Füße hochlagern und jetzt irgendwie eine andere Position einnehmen. Und das Rennen, und du beginnst natürlich auf der einen Seite das schon Revue passieren zu lassen. Du denkst, ja, schau, wo bin ich gestern gestartet und jetzt habe ich die ganze Nacht alleine geschafft oder halt die ganze Strecke geschafft. Also jetzt gehen wir nicht mehr auf, weil jetzt ist ja nur mehr, und dann rechnest du das so um in Trainingseinheiten, denkst dann, ja, wegen die letzten 20 Kilometer, das ist ja... Also, Auftaktlauf. Ja, quasi. Genau. Und wie war das Rennen? Also, wenn du dann ins Ziel kommst, ist es irgendwie, aber das ist so oft so, das ist dann so normal. Es ist dann, du hast vorher die Gedanken, was alles passieren wird. Und ich hatte das Glück, dass einer von den beiden, also eigentlich ist es der Lawrence, der aus Großbritannien, weil sein Freund, der Martin, das ist der Australier, der Lawrence hat leider aufgeben müssen, er hat Magenprobleme gehabt und ich habe dann bei der dritt- oder viertletzten Verpflegung getroffen und dachte, ich hole ihn ein und sagte, nein, er ist draußen, er wartet hier nur auf den Martin. Der ist dann an mir vorbei und ist kurz, weiß ich nicht, ein, zwei Plätze vor mir ins Ziel gekommen und jetzt habe ich das Glück gehabt, dass der Lawrence ihn gefilmt hat und mich dann auch. Und der hat mich quasi begrüßt und du kriegst ja beim Olympian Race, wenn du ins Ziel kommst, kriegst du einen Olivenzweig, einen geflochtenen aufgesetzt als Sieger. Und dann stehst du mal so da, so betroppert, und denkst da, was ist da jetzt abgegangen? Und dort umarmen dich wildfremde Leute, also die von der Veranstalter, die schütteln dir die Hand und du sollst dich hinsetzen. Und ich habe mir gedacht, ich kann jetzt nicht sitzen, ich bin ganz aufgeregt. Und du läufst quasi, also wenn man sich das vorstellt, das ist das Olympiastadion von Olympia mit im Westen befindlich dem Freilichtmuseum. Dann kommst du auf dieser einen Ecke, ist eine Straße, die wird extra vom Kultusministerium freigegeben. Und auf dieser Ecke haben sie quasi wieder mit einfach so Flex das Ziel und also ein Partyzelt aufgestellt. Weil von dort weg holt dich dann so ein Kleinbus ab und der bringt dich dann ins Hotel zurück. Mhm. Und dort läufst du rein und dann gehst natürlich komplett glücklich gekrönt mit dem Olivenzweigerl runter auf die antike Startlinie vom Olympiastadion. Und da natürlich ist es echt, also da geht es rund mit den Emotionen. Weil da gibt es dann eh dieses Foto, auf der vorderen Seite von der Laufbahn ist dann dieser noch bestehende Torbogen, was früher das Tunnel war, wo die Athleten alle durchgegangen sind, aber nur die Athleten, die quasi auf der Laufbahn sozusagen bei den Spielen teilnehmen durften. Das Foto habe ich auch schon vor längerem mal auf Instagram gepostet und das Foto, finde ich, zeigt so schön die Emotion, die da in dem Moment überhand nimmt. Und, ja. Und ich glaube, das muss man halt auch erwähnen, nach 27 Stunden oder 27,5 Stunden sportlicher Betätigung mit Tag-Nacht-Wechsel, wieder, dann geht die Sonne auf, Verpflegungen, Höhen, Tiefen und, gibt es einfach einen Moment. Ich kann es persönlich nur aus einem Ironman sagen und da waren es bei Weitem nicht so viele Stunden und da war es auch kein Tag-Nacht-Wechsel, aber das übermannt einen dann so, dass man sich irgendwie, dass man es gar nicht beschreiben kann. Also so ging es mir damals. Ja, gar nicht beschreiben kann und gleichzeitig aber, es ist dann so normal und ich muss sagen, die richtigen Emotionen hatte ich erst dann nachher und Tage nachher. Weil ich hatte das Glück, also am Samstag am Abend sind wir ins Ziel gekommen, dann war noch die Veranstaltung, ist eigentlich noch durchgelaufen bis Sonntag. Und am Sonntag, also das Package war quasi von Donnerstag Mittag bis Sonntag am Abend um 12 Uhr Mitternacht waren wir wieder in Athen zurück. Das Ganze war mit Bus organisiert. Und dann habe ich nämlich mich am Montag in der Früh mit meiner Frau in Kreta getroffen. Wir haben dann gleich einen Urlaub drangehängt. Und die ersten Wochen dort, also das hatten wir dann so richtig, beim Erzählen sind mir die Tränen runtergeronnen. Also ich war so aufgewühlt nachher noch, dass das einfach, und das ist das Interessante, dass man, wenn man unmittelbar ins Ziel reingekommt oder wenn man das erfährt, weil das war dann 6 am Abend, dann sind wir ins Hotel, war die Siegerehrung, da war ich auch noch, da war ich so aufgedreht, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass mein Name aufgerufen wurde und ich dachte immer nur die ersten, also die ersten 10 oder was werden prämiert und dann habe ich aber, ich bin mit einem Schweizer aus der italienischen Schweiz und einem Italiener auf dem Tisch gesessen. Und dann war ich der Einzige ohne Medaille, wobei die beiden schneller waren wie ich. Also der eine überhaupt, der ist unter den ersten 10 gewesen, aber der Claude ist, glaube ich, irgendwas, also ich bin 44. geworden und er war irgendwas unter den 30. Und dann habe ich gedacht, ja okay, ist halt so, ich bin einfach nur gefreut, dass ich das geschafft habe und alles war cool und es war die Party am Abend und dann sagt er, na, da kriegt jeder eine. Und da sieht man, wie aufgeregt ich war und wie immer noch ergriffen, aber bin immer noch nicht runtergekommen gewesen. Also ich habe das noch gar nicht verarbeitet gehabt. Das war wirklich, das dauert einfach. So wie du sagst, der Weg dahin war ein langer, ja. Und natürlich dann ja. Auch
diese geballten Emotionen, die sich da aufbauen und ja, die wollen halt langsam verarbeitet werden. Aber wir leben ja heute in einer Zeit, wo man immer so hört, die drei Übungen musst du machen, die zwei Ratschläge brauchst du. Und ich kann es mir nicht verkneifen und jetzt auch so, lieber Robert, was sind die Ratschläge, die du den Leuten da draußen mitgeben möchtest? Also tut mir immer schwer mit Ratschlägen, weil es halt einfach meine Erfahrungen sind und jeder, glaube ich, selbst für sich individuell entscheiden muss. Aber, und das hat ja der Marc schon an dieser Stelle im Kanal schon einmal erwähnt, auf euren Coach hören, kann man nur sagen, das kann ich wirklich nur bekräftigen, weil ich kann mich ja so erinnern, im Vorfeld oder was jetzt bei dem aktuellen Trainingsplan, irgendwann habe ich mich bemüßigt, gefühlt irgendwas umzustellen und dann hast du gesagt, naja, das war ja kein Wunder, also quasi, weil ich dann geschrieben habe, am Sonntag, jetzt kann ich gar nicht mehr, hast du gesagt, naja, du hast aber das und das vertauscht. Also das habe ich auch gelernt und aber deshalb ist ja die Kooperation da, denke ich mir. Wozu soll ich mich mit einem Profi wie dir zusammensetzen, um dann wieder selber herumzudoktern? Also wirklich, der erste und eigentlich einzige Ratschlag ist, wenn ihr einen Coach habt, dann hört auf ihn und macht das. Ja, und das andere ist einfach, aber das machen ja alle, die in dem Ausdauerleistungssport unterwegs sind oder in dem Ausdauersport unterwegs sind, glaubt an euch selber, das ist ja eh jeder, der sich jetzt auf einen Ironman einlässt. Da muss ich da widersprechen. Okay, das hast du wahrscheinlich gesagt. Also muss ich da aus Erfahrung widersprechen. Es wäre schön, wenn es so wäre, wenn sich alle Athletinnen und Athleten das zutrauen würden, was ich ihnen zutraue und was sie dann noch schaffen. Aber es ist super, wenn man diese Eigenschaft mitbringt, dass man sich selber so gut vertrauen kann. Das ist halt ein langer Weg und ich glaube, für mich ist es wirklich so Stück für Stück. Also ich hätte es nie vor 10, 15 Jahren hätte ich das wahrscheinlich nicht drauf gehabt, aber es ist halt auch so schön zu sehen, wie die Kooperation mit dir Früchte trägt und man quasi im Alter immer noch Sachen erreichen kann, wo du früher gedacht hast, was macht denn der, das gibt's ja gar nicht. Und es ist aber jetzt, ich meine, das klingt jetzt doof, aber natürlich habe ich während dem Olympian Race mir gedacht, na 180 und dann ist aus und weiter werde ich nie kommen, vielleicht sprechen wir dann ein und kurz auf die Aussichten, aber wenn man das geschafft hat, natürlich, ich weiß nicht, liegt das nur an mir, aber dann setzt man sich halt den nächsten Schritt und denkt sich, das ist jetzt aber auch nicht mit Größenwahn zu beschreiben, sondern einfach die Komfortzone, wie wir jetzt gesagt haben. Man will halt die Komfortzone verlassen. Ich denke mal, man macht halt dann eine Entwicklung mit und man muss halt schon das einschätzen, dass ich würde jetzt nicht irgendwie gefährlichen Sachen machen, wo ich weiß nicht, in die Antarktis gehe, weil Kälte ist nicht meins. Also das muss man schon für sich einschätzen lernen. Man muss auch einfach sagen, wenn du regelmäßig die Komfortzone verlässt, wird deine Komfortzone auch einfach größer. Und wenn sie größer ist und du willst sie wieder verlassen, muss man halt sich neue Ziele suchen. Ja, ja. Und ich glaube, bei dir, und das trifft auf dich auch sehr gut zu, ist ja nicht unbedingt das Ziel immer das Ziel, sondern auch der Weg dahin ist ja auch sehr wünschenswert und als Ziel definiert. Aber du hast schon auf die Zukunft angespielt. Wir haben jetzt 2024 und was steht heuer an? Naja, da kommt jetzt der läuferische Aberglaube. Also ich will das jetzt gar nicht nur benennen, aber ich will nur sagen, dass wir beide dran arbeiten, dass wir im Mai die 200er-Grenze knacken. Was ich schon sagen kann, es kommt dann nachher noch der Rennsteiglauf Ende Mai. Das kann ich deshalb sagen, weil es sind quasi 70 Kilometer. Ob das jetzt viel oder wenig ist, sage ich nicht dazu. Nein, es sind... Also, aber dieses Event, was jetzt Anfang Mai ansteht, das ist quasi nochmal die Komfortzone zu erweitern. Und da habe ich immer so für mich den Aberglauben, das benenne ich noch nicht, sondern das bin immer gerne einer, der darüber spricht, wenn es erledigt ist und nicht schon vorher groß die Lippe führt. Aber ich sehe mich da jetzt zuversichtlich, weil die Trainingsläufe und das Programm in den letzten Wochen und Monaten war gut. Und ich fühle mich eigentlich vom Kopf her, wir haben nächste Woche unsere Generalprobe über die halbe Distanz. Also bis jetzt bin ich da zuversichtlich. Bevor ich das Interview schließe, möchte ich noch kurz auf die Vorbereitung einhaken, weil die ist bei dir im letzten halben Jahr anders verlaufen, wie du sie bisher gekannt hast. Vielleicht magst du da die Zuseher ganz kurz mitnehmen. Naja, da ist das Geniale, das sogenannte schöne und für Ausdauersportler immer wichtige Krafttraining. Was der liebe Robert halt immer sehr vernachlässigt hat und sich gedacht hat, das geht schon irgendwie. Aber es ist wirklich unglaublich, wie das greift. Und wiederum auch
bei einem Baujahr 67. Also das hätte ich mir nie gedacht, weil du hast mir ja das immer schon nahegelegt und ich habe mich halt immer irgendwie nach wie vor auch mit deiner Kooperation versucht zu schrauben und dann, weiß nicht, wann war das soweit, irgendwie mit Dezember habe ich gesagt, ja okay, im Winter probieren wir das mit zweimal die Woche und dann gleich dreimal die Woche im Jänner, glaube ich, das war dann schon gehörig, aber jetzt sind wir bei zweimal regelmäßig und ich will es gar nicht laut sagen, aber es ist super. Es macht mir Spaß, glaube ich. Es macht mir Spaß und es ist, du hast es eh gesagt, natürlich, wenn man so wie ich von nichts kommt, dann ist natürlich am Anfang in den ersten Monaten auch was, also man sieht es, dass sich was entwickelt, dass die Gewichte man steigern kann, aber es ist einfach auch im Alltag und bei den langen Läufen, also ich fühle mich jetzt einfach noch einmal besser, weil einfach, jetzt gibt es bei uns keine Steigerungen, also wenn ich jetzt die langen Läufe mache, laufe entlang der Donau und in die Schokerau auch, da gibt es nur so Rampen irgendwo rauf. Beim Heimlaufen bei Kilometer, weiß ich nicht, 35 oder so, die Rampe, ich denke mir, aha, war es das schon. Und früher bis da nur, sind ja nur 5 Schritte. Also das ist einfach ein anderes Körpergefühl. Es bringt einfach so die gewisse Grundstabilität mit. Ja. Und weil du auch das Alter jetzt angesprochen hast, ich glaube, da ist es umso wichtiger, das zu tun. Ich möchte aber jetzt gar nicht länger deine Zeit in Anspruch nehmen. Ich bedanke mich, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein Vertrauen. Auch weiterhin und ich freue mich auf das, was im Mai kommt. Ich weiß ja schon und wir werden auch darüber berichten. Und zu guter Letzt, die letzten Worte gehören immer dir. Danke, lieber Daniel, für die Möglichkeit und für das coole Interview heute. Die letzten Worte sind ganz einfach. Ich habe irgendwo gelesen, vor kurzem, so quasi nach dem Motto: Wenn du auf eine schöne Vergangenheit, wenn du auf eine gute Gegenwart schaust, dann wirst du in der Zukunft eine schöne Vergangenheit haben. Das nehme ich mal mit. Das ist gut. Dankeschön. Danke auch.